BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. So, ein herzliches Willkommen im Jahre 2018. Es geht direkt wieder los. Wir sind hier im Trainingslager in Marbella und heute findet ein wunderschönes Freundschaftsspiel statt im Stadium La Linea Concepción. Schiele, ab 16er, guter Hut, hat da ein bisschen Platz, was macht er, ja? Will da zum Abschluss kommen, versucht das auch und scheitert da noch ganz knapp. Ja. Er hat sich auf jeden Fall vorgenommen, er will noch mehr Akzente in der Offensive setzen. Also er, was die Vorlagen angeht, ist er da schon gut dabei, mit Ober zusammen, bester Vorlagengeber. Da allerdings jetzt zur Unachtsamkeit und die kann Fortuna Düsseldorf nicht nutzen. Tja, den muss man auch erstmal daneben legen. Nee, die glauben, dass der ist drin. Ja. Ja, ja. Hier vorne. Ich hab's auch erst. Ich musste auch erst zweimal hingucken. Schon wieder die Nummer 9 da mit der nächsten Gelegenheit und zum Glück zielt er da wieder ein bisschen vorbei. Also der hat jetzt so ein bisschen die Seite gewechselt da, aber von der anderen Seite kann er es auch. Also der sorgt schon ganz schön für Wirbel da. Ja, jetzt der nächste Angriff unserer Jungs mit Nuri passt direkt weiter auf Jarmolenko. Jetzt nochmal Shinji. Jaden! Sancho, klasse Kombination. Aber in der 45. Minute nicht von Erfolg gekrönt. So, dann ist der Abpfiff erfolgt. Aber jetzt der BVB auf dem Weg nach vorne. Jeremy Toljan. Doppelpass, schön gespielt. Toljan, Pass in die Mitte und dann geht der Ball über den Kasten rück. Jeremy Toljan. Shinji auf der rechten Seite. Jetzt kann der Ball in die Mitte kommen. Und da ist der Kopfball von Andrei Jarmolenko. Und der geht ganz knapp am Tor vorbei. Jetzt schön auf Sancho. Aber die Idee war mir jetzt nicht ganz klar, was er da erreichen wollte. Oh. Zweite Ball von Jarmolenko da. Ja, da war knapp. Hat er nicht ganz so optimal getroffen. Muss auch mal was kommen jetzt. Och, mein Freund Michael Hanne schreibt mir, das ist ja schön. Oh, jetzt fällt es das 1-0. Alex Isak, ja, du, ja, Alex Isak, Michael, es tut mir wirklich leid. Deine Fortuna ist jetzt gerade in der 71. Minute in Rückstand gegangen. Ja, aber deine Jungs hier von Fortuna machen guten Job. Palli habe ich auch schon getroffen. Abgeblockt, sodass für Dominik Reimann es da keine Möglichkeit gibt einzugreifen. Jetzt hat er aber die Möglichkeit, sich auszuzeichnen, denn unsere Jungs lassen da einen Fortun zum Kopfball kommen und da hat er gezeigt, wie schnell er abtauchen kann. So, bevor wir jetzt völlig abdriften, hier Shinji Kagawa wieder auf. Und wieder Alex Isak. Also der gefällt mir richtig gut. Das hat sich im Training in den letzten Tagen schon angedeutet. Der sprüht da vor Selbstbewusstsein. Und jetzt natürlich auch schön in Szene gesetzt. Da guter Laufweg von Alex Isak. Oh, jetzt Andrei Jarmolenko. Der ist schnell. Und hat das jetzt auch wieder. Für Shinji Kagawa. Toll. Kagawa, Shinji. 2:0. 84. Minute. Ausgangspunkt. Super Gerätsche von Jule Weigel. Ja, das war richtig gut gemacht. Vielen Dank, Nomi. Es hat wie immer wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir das Spiel zu kommentieren. Alles klar. Also, macht's gut. Schönen Dank. Servus. Schön, dass ihr zugehört habt. Am Montag hören wir uns wieder, wenn es heißt Wargem gegen den besten Club der Welt, gegen Borussia Dortmund. Tschüss, macht's gut.